Ja, hallo Uhrenfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute haben wir mal die Möglichkeit, eine ältere Tudor anzuschauen, nämlich die Pelagos aus der ersten Generation, noch mit dem von ETA produzierten und von Tudor überarbeiteten Kaliber 28-24. Und die Modelle nennt man auch Tuliner, denn die haben unten auf dem Ziffernblatt hier nur noch die zwei Linien Text. Einmal hier Rotor, Self-Winding und 500 Meter, 1640 Feet. Sonst entspricht sie eigentlich der normalen aktuellen Tudor, bloß die ist halt zugeschrieben mit 5 Linien und das Manufakturkaliber ist etwas höher. Ich konnte sie letztens mit einer neuen mal direkt gegenüberhalten. Da geht der Boden einfach nochmal einen Millimeter weiter raus. Da mussten sie nicht das Gehäuse verändern, sondern haben einfach den Bodendeckel noch einen Millimeter höher gemacht. Also die neuen Modelle bauen wohl so circa einen Millimeter höher auf durch den stärkeren Boden. Aber hier mal schön Modell Generation 1 und natürlich auch mit dem extrem servicefreundlichen auf ETA-Werk basierenden Kaliber, das natürlich in der Wartung um einiges günstiger ist. Das müsst ihr nicht zu Tudor bringen, zurück in die Manufaktur, sondern die kann man einfach zum Uhrmachermeister seines Vertrauens bringen. Ja, an den Uhren gefällt mir extrem gut die Schließe, das Armband aus Titan gefertigt, das Gehäuse aus Titan gefertigt, natürlich auch noch ein paar Teile aus Stahl mit dabei. Aber hier so die Bandglieder sind aus Titan. Macht die Uhr, obwohl sie so groß ist, mit einem 42er Modell doch sehr leicht und angenehm am Handgelenk. Und dann natürlich die Funktion hier diese Mikroverstellung, diese drei Positionen, die man hier drin hat. Oder dann hier noch auf den Federzug zu gehen. Oder man hat hier drin noch mal eine integrierte Diver Extension. Das ist schon extrem aufwendig gemachtes Band, wo ich so also auch noch nicht woanders gesehen habe. Das ist wirklich abgefahren. Wenn wir zusammen machen, also man erst das erst hier reinklappen und dann hier reinklappen. Nein. Stopp, sonst zuerst hier unten rein und dann kann man es hier reinklappen und dann wieder hier reinfahren und dann hier wieder zurück auf Anschlag. Sehr cool. Keramik Detentballs. Hier innen noch beschriftet mit Tudor. Boden auch sehr dezent. Massive Endlinks. Schöne Flanken hier. Schutz von der Krone, die sich sehr gut greifen lässt. Die Rasterung der Lünette ist ein Traum. Und die Beleuchtung, Hammer. Klasse Uhr. Preislich natürlich jetzt gebraucht, attraktiv. Wenn man überlegt, was inzwischen für 20 Jahre alte Submariner verlangt wird, bekommt man für ein Drittel davon eine gebrauchte Tudor und meiner Meinung nach ist es die bessere Taucheruhr. Klar, Rolex ist halt eine Domäne für sich. Ja, können Sie mal anziehen. Obwohl so groß, trägt sie sich auch an einem schlanken Handgelenk recht gut. Durch das geringe Gewicht vom Titan. Wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, Tudor der ersten Generation, Tudor Pelagos ersten Generation, die Tuliner-Version. Würde ich mal sagen, interessanter Geheimtipp, der mit Sicherheit in einigen Jahren Sammlerpreise erzielen wird. Weil sie einfach sehr viele Vorteile bietet, diese Uhr durch Titan, gute Verarbeitung, gutes Werk drin und natürlich super günstig und servicefreundlich. Ja, schöne Uhr, kann ich wirklich nur empfehlen. Sollte man mal die Augen offen halten auf dem Gebrauchtmarkt Titan Pelagos Tuliner. Okay, sage ich hier schon mal danke fürs Ganze bewerten, kodieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jürgen, macht's gut, bye bye.